Keine Frage, das war eine ziemlich denkwürdige FED-Sitzung und auch eine denkwürdige Pressekonferenz von Jerome Powell, die einige Beobachter wirklich verwirrt zurückgelassen hat. Aber ich glaube, dass was jenseits der Verwirrung zu konstatieren ist, ist die Botschaft der FED, die Zinsen werden länger hoch bleiben und damit ist das, was wir gestern gesehen haben, doch eine ziemlich hawkische Überraschung. Das haben viele überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, nachdem die Inflationsdaten ja gestern etwas niedriger ausgefallen waren. Aber schauen wir uns das Setup mal an. Hochinteressant, was derzeit abläuft. Zunächst mal startend eben mit der Verzinsung und den sogenannten Dotplots, also den Zinserwartungen der US-Notenbanker. Und wir sehen, surprise, surprise, da ist außer drei Zinssenkungen, die die Fed noch im März erwartet hat, eine einzige geworden. Im Median war so ein bisschen knapp, also das war jetzt nicht ein klares Votum, das war dann so 1,4 um und bei, also knapp drüber und dann hätte man es aufrunden können auf zwei Zinssenkungen. However, wir sehen, dass sich da was verschoben hat bei der US-Notenbank, nachdem im ersten Quartal ja die Inflation durchgängig überraschend auf der Oberseite war, im zweiten Quartal leicht unter der Erwartung, sehen wir jetzt, dass also das erste Quartal mit diesen deutlichen Überraschungen auf der Oberseite offenkundig bei den FED-Mitgliedern einiges ausgelöst haben, sodass sie dann eben ihre Erwartungen verschoben haben. Und das Interessante war auch, wie ähnlich wie die EZB hat die FED ihre Erwartung für die Kerninflation nach oben genommen von 2,6 auf 2,8%. Und insgesamt erwartet die FED also jetzt zu Jahresende einen Zinssatz, wenn sie von einer Zinssenkung ausgeht, von 5,1%. Und schauen Sie mal hier auf das, was hier gelb markiert ist in dieser Grafik, das auf Mitte unten. Diese 2,8, das ist die Neutral Rate, also praktisch die neutrale Rate, die FED-Mitglieder jetzt im Median annehmen. Das heißt, man hat auch die neutrale Rate, also einen Zinssatz, der weder die Wirtschaft stimuliert noch bremst, angehoben von 2,6 auf 2,8%. Da gab es sogar jemand, der gesagt hat 3,75%, andere waren bei 3%. Man beginnt also langsam umzusetzen, was man schon länger gesagt hat seitens der US-Notenbank, nämlich dass die neutrale Rate höher sein dürfte, als man vorher geglaubt hat, nachdem man gesehen hat, dass ein Zinssatz von über 5% offenkundig die Wirtschaft nicht wirklich nachhaltig einbremsen kann. Das ist eine interessante Entwicklung, die wir dann eben in diesen Longer Run Dotplots hier nochmal sehen. Da kommt man so langsam nach oben, würde man das vergleichen mit dem März Dotplots, dann sieht man, wie das langsam so hochrutscht, wie insgesamt alles langsam hochrutscht und das ist die Botschaft der FED. So langsam kapieren wir, dass die Zinsen oder akzeptieren wir, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden und das hat dann Folgen auch für die Erwartung der Märkte. War noch nach den gestrigen Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit, dass im September die erste Zinssenkung folgen wird, ziemlich überragend. So ist das jetzt geschrumpft auf 55% Zinssenkung ja, 40% Zinssenkung nein. So wie Powell sich geäußert hat, müssten da schon zwei Monate kommen, jetzt mit ziemlich dicken Überraschungen auf der Unterseite, was die Inflation betrifft. Dann Auftritt von Jerome Powell. Die Inflation hat nachgelassen. Wir haben moderate Fortschritte gemacht, so war die wörtliche Formulierung. Powell hat gesagt, ja, die starke Immigration hat hier durchaus Einfluss eben auf den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt bleibt aber stark und man wird reagieren und so weiter und bla bla. Aber es war in der Summe eben nicht so wie schon oft in der Geschichte von Jerome Powell, dass er dann zum Beispiel eine relativ hawkische Botschaft des Fed-Statements durch dovische Kommentare im Prinzip pulverisiert hat. Das war diesmal nicht so, kann man sagen. Und er hat gewisse Gründe dafür, denn obwohl gestern die Supercore-Inflation, also diese Inflation, Kerninflation im Dienstleistungssektor ohne den Bereich Immobilien, obwohl der gestern sogar ein Ticken rückläufig war zum Vormonat, sind wir eben weiter über 5%. Das ist immer noch eben der höchste Bereich jetzt seit längerer Zeit. Wir sehen also, dass da nach wie vor eben diese Bereiche, die gestern Paul auch erwähnt hatte, sehr hoch sind. Und wir sehen zum Beispiel die Asking Rents, also die Mieten, die hier der Fall sind, die gehen wieder nach oben. Also das ist etwas, was sozusagen wieder in Richtung Allzeithoch geht, was wir im Jahr 2021 erreicht haben. Und das ist natürlich wieder
inflationstreibend. Und ich hatte gestern schon gezeigt, wir haben jetzt mit den gestrigen 0,0% Daten zum Vormonat durchschnittlich knapp 0,3%, ganz knapp drunter, 0,3%, wenn wir das hochrechnen bis zum Wahltag, dann sind wir um und bei 3,8, 3,9% zum Jahresende. Warum? Weil jetzt eben die Latte immer tiefer gelegt wird. Wir hatten im Mai 2023, also der Vorjahresmonat, der hier ja als Bemessungsgrundlage herangezogen wurde, hatten wir noch 4,1% und das ist dann im Juni 23 auf 3,0 gefallen, also mal 1,1% nach unten. Das heißt, die Latte liegt jetzt deutlich tiefer bei den nächsten Inflationszahlen, sodass die Jahresinflation respektive eben die Inflation zum Vorjahresmonat steigen dürfte, so oder so. Und all das wird die Fed wahrscheinlich daran hindern, absehbar oder schnell oder in den nächsten Monaten wahrscheinlich die Zinsen zu senken. Und das in einer Situation, wo die Amerikaner jetzt ja gut 34,5 Billionen Schulden haben, was den Staatshaushalt betrifft. Wenn man Konsumenten und Firmen dazu rechnet, sind es knapp 100 Billionen. Beim Staatshaushalt kommen ungefähr alle 100 Tage nochmal eine Billion obendrauf. Könnte teuer werden, aber kommen wir nochmal zurück jetzt zu diesen Verwirrungen. Hier sagt zum Beispiel Bob Michel von JP Morgan, also ich bin jemand, der am Anleihenmarkt schon etwas bewegen kann. Ich weiß nicht, was die Fed denkt. Ich weiß nicht, was sie sich angucken. Das ist eine konfuse Fed. This is a confused Fed oder eine gespaltene Fed, wie kann man sagen, eine Fed, die jedenfalls keine klare Botschaft kommuniziert. Cathy Jones von Bloomberg sieht es ähnlich. Das Ganze passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Dots and economic projections don't match up with the policy direction, so sagte Cathy Jones. Also irgendwie passt das nicht zusammen, was hier wirklich passiert. Aber ich denke, es passt insofern zusammen, als eben die Fed jetzt signalisiert, Leute, verabschiedet euch von der Vorstellung, dass die Zinsen deutlich fallen werden. Dazu ist die Inflation noch zu hoch. Man war zu optimistisch. Zunächst seitens der Fed hat dann im ersten Quartal gesehen, dass das zurückgeschlagen ist, dass die Inflation deutlich höher war. Jetzt hatten wir zweimal Überraschungen leicht auf der Unterseite. Deswegen versucht man offenkundig hier die Euphorie zu bremsen. Und interessant auch gestern bei der Pressekonferenz. Es gibt durchaus Argumente, sagt er, dass die Payrolls ein bisschen zu hoch angesetzt sind, also nicht so ganz der Realität entsprechend. Das ist das erste Mal, wie Edward Snowden sagte, dass jemand, dass der Fed-Chef indirekt sagt, dass möglicherweise etwas mit diesen Arbeitsmarktdaten nicht stimmt. Jeder, der bis zwei zählen kann, weiß, dass etwas nicht stimmen kann. Nicht, weil zwingend hier gefälscht wird, sondern weil man eben die falschen Parameter anlegt, zum Beispiel mit diesem Burst-Death-Model. However, kommen wir zurück zu the markets, meine Damen und Herren, kommen wir zur Reaktion der Märkte. Wir sehen Inflationszahlen gestern Nachmittag, Booms, es ging nach oben für Aktienmärkte, aber auch für Bitcoin, aber auch für Gold. Dann hatten wir die Fed-Sitzung, hatten die Aussagen von Jerome Powell und wir sehen, all das ist wieder verloren gegangen. Das heißt, man könnte sagen, der Jerome hat die dovische Message, die letztendlich durch die Inflationsdaten gekommen ist, hat die Fed und dann Jerome Powell letztendlich wieder neutralisiert. Und warum Zinsen senken? Hier sehen wir mal den High Yield Spread, also das ist der Renditeabstand, der Risikoprämienabstand zwischen hochriskanten Junk Bonds, High Yields, und der US-Staatsanleihen. Und da sehen wir, die sind so niedrig wie nie zuvor. Das gab es nur einmal, nämlich kurz bevor die Fed die Zinsen angehoben hat. Jetzt sollst du also in einer solchen Situation faktisch die Zinsen senken und damit die Dinge noch weiter radikalisieren. Es war wahrscheinlich ein großer Fehler, dass Paul immer wieder suggeriert hat, ja, wir werden ja schon die Zinsen senken, kann er doch einfach lassen und sagen, wir gucken mal, weiß nicht, was kommt. Könnte angehoben werden, könnte gesenkt werden, aber dadurch, dass Paul das immer wieder so suggeriert hat, ja, wir werden schon senken, entspannt euch Kinder, ist eben dieser Animal Spirit entstanden, der wiederum die Nachfrage nach oben treibt. Wir sehen das im S&P 500 jetzt überhalb des Bollinger Bands mit einem RSI über 70, sieht man selten, dass das Ganze hier so über die Bollinger Bänder rausläuft. Equity Put-Call Ratio, also Puts zu Calls, 0,52, einer der niedrigsten Werte. Keiner will sich also absichern. Großartig, und das in einer Situation, wo Apple jetzt gestern wieder gestiegen ist, 12,5% in zwei Tagen.
Größter Move in mehr als 15 Jahren. Damit hat Apple um und bei 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist mehr als 480 Unternehmen im S&P 500 überhaupt auf die Waage bringen. Hier sehen wir mal, wie weit sich der Kurs vom Bollinger Band entfernt hat. Und das bei einer Firma, die nicht wächst, sondern nur irgendwie Versprechungen macht mit KI. Aber es wird geglaubt, KI, KI, und das gilt auch für Broadcom, die gestern Zahlen gebracht haben, die waren okay, war jetzt nichts Besonderes, knapp über der Erwartung, Earnings per Share knapp bei Net Revenue, aber man hat einen tollen Ausblick gegeben. Also man sagt, ja, wir erwarten dann für das ganze Jahr einen Umsatz von 51 Milliarden statt 50,5, also 500 Millionen mehr. Und das in Kombination mit dem Aktiensplit 1:10 hat die Aktie fast 15% nach oben gebracht. Und Broadcom ist kein kleiner Fisch, sondern eben in neunte Marktgewichte, schwergewichtigstes Unternehmen. Und wir sehen, man hatte fast eine Marktkapitalisierung vor Börsenschluss von 700 Milliarden Dollar. Jetzt kommen hier nochmal 15% obendrauf. Mit anderen Worten, man hat um und bei 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen durch die Aussage, man würde 500 Millionen Umsatz mehr machen im ganzen Jahr. Also 500 Millionen zu 100 Milliarden, das ist großartig. Wenn man bedenkt, dass man eben 50 Milliarden Umsatz macht, ist das der doppelte Umsatz eines Jahres. Also man muss jetzt, um das zu rechtfertigen, 2 Jahre erstmal Umsatz machen, was gestern nachbörslich alleine gekommen ist. Es wird immer absurder. Es wird immer verrückter, kann man sagen. Und die anderen Aktien machen dieses Verrückte aber nicht mit, wie wir sehen. Advanced, die Kleinlinie, 5 Tage, Bums, geht nach unten. Der S&P 500 geht nach oben, der Dow Jones jetzt mit dem neuen Allzeittief gegenüber dem Nasdaq 100. Normal, voll normal, könnte man sagen, zumal die Technologieaktien jetzt auf einem neuen Allzeithoch sind in Relation zum S&P 500, etwa 20% höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Hier sehen wir mal den Semiconductor-Index, also Halbleiter. Dagegen ist ja Viagra sozusagen eine ganz harmlose Geschichte. Unten sehen wir Prozentgewinn überhalb des 200-Tages-Durchschnitts. Und das ist krass, das sind Extreme, meine Damen und Herren. Und jetzt weiß ich, gibt es wieder Leute, die sagen, steigt doch eh alles weiter. Nein, das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Und je höher wir steigen, umso härter wird der Fall werden. There is no free lunch. Irgendwann musst du die Zeche zahlen für den Vollrausch. Das wird auch diesmal gelten. Hier sehen wir Equal Weight, also gleichgewichteter, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, S&P 500 zu dem marktgewichteten S&P 500 in 15 der letzten 17 Handelstage gefallen. Auch das absolut extrem und die Stimmung ist wieder bullischer geworden. Bei den Privatanlegern 44,8% jetzt bullisch. Vorwoche war noch 39% und oben sehen wir, jetzt haben wir eine wichtige Trendlinie erreicht oder die obere Kante beim Nasdaq 100. Jetzt ist die Divergenz komplett beim RSI oben, also kann es nur noch nach oben weitergehen. Alles ist möglich, keine Frage. Aber Faustregel gilt, je höher wir jetzt noch kommen, umso unsanfter dann der Aufprall, wenn die Party vorbei ist und der Kater einsetzt. Musk kriegt seine 56 Milliarden Dollar. Gell, super, das hat er gut gemacht. Der Elono, das ist jetzt also gelungen, dürfte heute der Tesla-Aktie Auftrieb geben. Tesla hat übrigens jetzt die EU gebeten, dass man da nicht so stark betroffen ist von den Zöllen, die ja erhoben werden sollen gegen Importe von Elektrofahrzeugen aus China. Und der Elono lässt den in Shanghai produzieren, gell? Und das wird dann nach Europa eingeführt. Wie wird die EU damit umgehen? Das wird sehr, sehr lustig. Und Rainer Zittelmann sagt, also die EU ist schon ein bisschen irre, erst alles auf Elektro setzen und Verbrenner verbieten und sich dann wundern, dass die Chinesen billiger sind, um dann wiederum Strafzölle für chinesische Autos zu erlassen. Das ist die sogenannte Interventionsspirale, wie Ludwig von Mises es mal bezeichnet hat. Interessant auch, by the way, Russlands Börse in Moskau hat gestern beschlossen, alles, was irgendwie in Dollar oder Euro notiert ist, vom Handel auszusetzen, nicht mehr zu handeln. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. Hier nochmal was Hintergründiges, deutsche Handelsbeziehungen zu China. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, dann sehen Sie, die Entkoppelung geht immer weiter
Wir trennen uns, das wird inflationäre Folgen haben, das wird geopolitische Spannungen weiter verschärfen. Das ist die erste Empfehlung als Artikel. Bitte gerne über Social Media weiterempfehlen. Die zweite, was ist da gestern passiert bei der Fed? Nur eine Zinssenkung in diesem Jahr, was Sie dazu noch wissen müssen und ich Ihnen nicht gesagt habe. Hier in diesem Artikel, zweite Empfehlung und letzte Empfehlung. Bulle gegen Bär nochmal. Wer es nicht gesehen hat, dringende Empfehlung. Ich packe den Link unter das Video und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.